Hallo und herzlich willkommen, wir sind jetzt mal wieder zurück und wir gehen jetzt gleich in das Spiel gegen Southampton. Ja, wir haben jetzt die Chance, vielleicht noch ein paar Plätze gut zu machen. Ist natürlich Quatsch, dass ich hier passe, aber egal, wir gehen direkt ins Spiel. Chelsea gegen Southampton. Der gute David Lewis ist gesperrt. Für ihn spielt natürlich Tim Cahill. Diesmal haben wir auch Schwarzer auf der Ersatzbank, hatten wir glaube ich das Spiel auch schon. Weil ja Petr Čech mal mit der roten Karte rausgeflogen ist und wir keinen Torhüter hatten. Das habt ihr aber leider nicht gesehen. Aber er die Umstände kennt ja, wenn ihr die Parts davor gesehen habt. Jetzt geht's hier auf jeden Fall wieder los. Ligaspiel wieder. Alle Spiele eigentlich relativ gute Form. Keiner hat eine schlechte Form, das ist doch schon mal was. Haben sich auch schon ein paar Spieler verbessert. Das können wir demnächst auch mal wieder ein bisschen angucken. Vielleicht in der Winterpause, da ist es interessant. Oh. Boah. Oh, zweimal Petr Čech, richtig gute Reaktion. War ich gerade sehr unkonsequent, sehr in der Kabine. Oh. Wieso kommt der klärende Schuss wieder so gestört? Oh, Petr Čech wächst hier noch über sich hinaus. Es ist ja unglaublich, was der gerade hält. Und die Abwehr, wo ist die? Wieso krätscht der Verteidiger da rein? Das macht doch gar keinen Sinn beim hohen Ball. Gut. Wow, ganz frei. Unglaublich. Es gibt's nicht. So ein schlechter Schuss. Hat so viel Zeit. Marco Reus. Boah, was für ein Tor, Marco Reus. 18 Minute. Unglaublich. Juan Mata vergeigt die Großchance. Und dann Marco Reus. Unglaublich. Boah. Was für ein Schuss, ey. Mit dem Außenriss auch noch. So halb, ey. Krass, Marco Reus. Also da war die Southampton-Abwehr auch wirklich nicht auf der Höhe. Samuel Eto'o jetzt. Kommt da auch durch. Aber dann zum Schluss will er zu viel. Ja, Samuel Eto'o hat ja ein unglaubliches Tor gegen Schalke geschossen. Also da habe ich wirklich... Also das war kein... gute Aktion von Hildebrand, also da habe ich wirklich gedacht, wieso? Das war schon grausam, wie Hildebrand einfach Eto'o übersieht, der eigentlich gar nichts groß machen muss und dann einfach der Ball ins Tor kullert. Timo Hildebrand, einfach kein Fußballer mehr. Samuel Eto'o. Aber das gibt's nicht. Wir kriegen keine Tore mehr rein. So große Chancen gerade immer. Ja, okay, immerhin die unglaubliche Chance von Marco Reus drin gewesen. Cahill, gut gemacht. Auf Reus wieder. Ivanovic. Ach, hier wieder Juan Mata. Jetzt werden wieder faul. 1-0, bis jetzt immer noch 18. Minute. Oh, wen spiele ich da? Boah, wieder Petr Čech. Also viele Chancen für den Gegner, das gefällt mir gar nicht. Wir lassen zu viel zu. Eden Hazard versucht sich dann den Ball zu holen, aber der wird da einfach abgedrängt, weggeschubbt. Und da gibt es sogar noch Einwurf für die, unglaublich. Oh, was macht Hazard? Ja, dann hat Petr Čech natürlich, muss er auch haben. Ashley Cole. Oh, wohin läuft Juan Mata? Der gefällt mir heute überhaupt nicht. Oh, okay, hier rennt da auch mehr oder weniger weg und die Verteidiger gehen einfach nicht an den Ball. David Alaba.
Genialer Ball auf Mata. Der könnte auch mal schneller rennen. Ey, der trifft nicht. Das gibt es nicht. Was für Großchancen lassen die liegen. Vor allem Juan Mata schon wieder nicht. Ist der Ball drin. Das gibt's da nicht. Boah. Ramirez. Boah, Petr Cech heute Spieler des Tages, ey, ohne Witz. Die Verteidigung einfach schlecht. Und mit dem Knie wird Petr Cech den Ball ab. Ach, Hazard, schade. Ach, schlecht. Aber jetzt Hazard. Samuel Eto'o ist natürlich schnell. Da unten läuft aber nur Juan Mata mit. Der ist natürlich klein und kommt da natürlich nicht an Kopf. Frank Lampard. Fernschuss. Eckball. Ausgeführt natürlich auch durch Frank Lampard. Da ist Samuel Eto'o. Unglaublicher Treffer. Samuel Eto'o, unglaublich. 7 Saisontore nur, eigentlich wären es ja mehr gewesen, aber irgendwie hat es ja nicht mehr gespeichert gehabt. Ja, hier nochmal schöner Treffer. Oh, richtig fast leicht rüber gelupft, dass der Torhüter knapp nicht mehr rankommt. 2-0, schön. John Terry, jetzt ein bisschen ruhiger spielen. Nicht mehr so viel zulassen wie letztens. Wir wollen Petr Cech nicht zu viel zumuten. Der halt eine klasse Leistung macht und das ist ein eindeutiges Foul, wie er da zieht. Oh! Da habe ich nicht hingedrückt. In diese Richtung habe ich auf keinen Fall hingedrückt. Oh, was war das? Gut gemacht. Jetzt auch guter Ball auf Eto'o. Das sieht gleich... Oh, was für ein schwacher Pass auf Reus. Aber der erobert sich den Ball nochmal. Marco Reus mit der Flanke. Eto'o mit dem Nachschuss. Eckball. Richtig Druck machen wir jetzt. Was? Das war kein Eckball. Habe ich anders gesehen. Ja. Haben den Gegner anscheinend mal angeschossen oder was weiß ich was. Alaba rennt dem Ball auch null entgegen, egal was ich drücke. Oh, gut von Reus. Marco Reus. Boah, wieder knapp drüber. Richtig gute Aktion, Marco Reus. Nun mal mit links, aber naja, trotzdem gefährlich. Jetzt haben wir wieder eindeutig mehr Torschüsse, das ist gut. Es sah am Anfang nämlich, glaube ich, andersrum aus. Aber jetzt haben wir uns irgendwie gefangen. Oh, Juan Mata, der gefällt mir nicht. Ich glaube, ich wechsle den jetzt einfach mal aus. Sind sowieso nicht mehr ganz fit, unsere Spieler. Na, versuchen wir es nochmal mit Kaka. Hat sich ja da in dem Sturm nicht so gut zurechtgefunden, auch wenn er das laut FIFA ja spielen kann. Aber vielleicht klappt es jetzt besser. Besser als Juan Mata wahrscheinlich schon. Ah! Gefährlich hier. Oh, was ist das für ein Pass in Reus rennt, Alter, wenn der Ball halt schon im Aus ist, ey. Jetzt kommt Kaka von Mata, mal sehen. Da sagt halt echt Kaka, der Stadionsprecher. Ja, jetzt Halbzeit. Ja, war ein bisschen wild die erste Halbzeit, will ich jetzt mal sagen. Aber dieses Tor ist einfach genial. Dieser Fernschusstreffer von Marco Reus. Ja, viele Chancen für den Gegner. Am Anfang haben wir oft zittern müssen. Aber dann wurden wir belohnt. Da
dass wir auch immer wieder gut gekontert haben, uns auch gut eingesetzt haben. Da hat das Tackling von was? Von Mata sogar? Ne, von Hazard war es, glaube ich. Den Gegenangriff angeleitet. Oh. Oh Mann, natürlich. Ja. Da kann gar nicht mehr rangekommen, deshalb habe ich da jetzt die Sprinttaste nicht provoziert. Oh, Eto'o trifft nicht mal mehr den Ball. Gut, etwas lasch gepasst von Petr Čech. Ja, da kommt noch an, Marco Reus natürlich schnell. Die Flanke kommt, aber wieder schlecht. Also Flanken aus dem Spiel heraus sind immer noch nicht gefährlich, wenn dann eben über Ecken. Guter Ball auf Reus. Oh, wieder viel zu schwach. Ich bleib da extra lang drauf, aber nein, bringt nichts. Oh, schade. Am ersten ist Kaka gut vorbeigekommen, aber dann braucht er zu lange. Gut von Lampard. Ach, Eto'o bekommt den Ball nicht. Ah, Eto'o. Ach, schlecht geschossen. Hätte noch mal passen müssen, da wäre ja Alaba, glaube ich, mitgelaufen. Naja, 2-0 kann man auch damit zufrieden sein, von dem her, für das, dass Petr Čech so viel zu tun bekommen hat. Ja, Fans feiern die Chelsea-Spieler schon. Kaka. Oh, schade, er trifft nicht, aber da nochmal der Nachschuss. Und wie schlecht, ey. David Alaba hat doch so einen Huf und dann rollt der Ball gerade noch so zum Torhüter. Also das ist ja ziemlich schwach. Ach, schade. Ja, Verteidiger lassen gerade nicht mehr so viel zu. Oh. Ah. Oh, wie gefährlich, ey. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Hallo, ich werde da weggeschubbt und alles. Ah. Ah, lauf doch hin. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Was macht Petr Čech? Das steht einfach nur da. Ey, die laufen alle vorbei. Wieso kommt Petr Čech da nicht gleich raus? Ich hab's sogar noch gedrückt. Also manchmal sind die Torhüter so benebelt, dämlich und alles. Und dann wieder so ein Schrottpass. Macht's nochmal spannend, ey. Das können wir uns jetzt nicht leisten, da 2 Punkte zu verlieren. Ja, los jetzt, Kaka, setz dich doch mal durch. Der lässt sich da wegschucken, aber trotzdem gut. Oh, schade. Der hätte doch drin sein können. Da lässt er sich abdrängen wie nichts, aber da holt er sich einen Ball. Oh, gut gehalten. Kaka mit der Ecke. Kommt gut auf John Terry. Ich habe wieder eine ganz andere Richtung gedrückt. Aber wenn er will. Ah, schade. Was? Da kommen wir an Kopf fahren, dann passiert sowas. Renn dem Ball doch entgegen. Boah, ey. Was macht der?
War das ein Hackentrick oder wie? Krass. Frag mich gerade, wieso Frank Lampard. Ah, oh, was für ein schlechter Pass. Wieso Frank Lampard da mit nach vorne rennt. Was ist das? Hä? Hier war das Foul oder wie? Ja, okay, versuchen wir es mal. Ja, das war natürlich völliger Quatsch. 82. Minute. Sollte man eigentlich nichts mehr groß anstellen. Guter Ball auf Reus. Marco Reus. Oh, nein! Und der hätte nicht mal getroffen. Aber Marco Reus macht halt ein super Spiel. Aber es wollte er zu genau machen. Und der schießt halt direkt ein Tor dann. Unglaublich. Ja, da darf jetzt nichts mehr passieren. Was machen die da? Reus. Boah. Boah, wie gefährlich das hier halt noch ist. Ey, völliges Foul. Gut gesehen von Kaká, das ist nämlich wieder Marco Reus. Ah, schade. Oh, wieso geht da oben niemand mehr mit? Das gibt's ja, dass der Ball noch drin bleibt. Und der Lane rennt dem Ball nicht entgegen. Gut, ja, 2:1 Sieg. Wieder 3 Punkte, es wurde doch noch richtig knapp. Ja, kann man zufrieden sein damit. Jetzt können wir gleich nochmal auf die Tabelle gucken. Ja, eigentlich war es schon verdient auch. Ja, die Sperre von David Luiz dürfte jetzt auch weg sein. Tabellen. Achso, das ist natürlich schon wieder davon. Tabellen, Tabellen, Tabellen. Mannschaft. Bin ich's blöd. Ach, können wir da wechseln, stimmt. Das ist nicht. Hier. Ja, Platz 5. Aber wir können noch einen Platz abrutschen, aber. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Platz gut gemacht. Passt doch. Bis zum nächsten Mal dann.